Das ist ein geiles Stück. Ich sage das jetzt mal ganz offen. Mein Name ist Oliver Hartmann von Musikschmidt. Für alle, die sich beschweren wollen, das ist die Gibson Les Paul Custom XS, das muss man dazu sagen, mit Floyd Rose Tremolo. Das heißt, es gibt ab sofort keinen Grund mehr, die gute alte Les Paul aufzufräsen und ein Les Paul einzubauen. Gibson baut es endlich von Werk aus. Wir haben es mit dem Custom Design zu tun, das heißt schwarz, goldene Hardware, schöne weiße Einfassung, die großen Blockeinlagen, vor allen Dingen natürlich dieses mehrschichtige Binding hier um den Korpus rum. Im Gegensatz zur normalen Custom konnten sie das jetzt hinten nicht unterbringen, weil es handelt sich um eine XS. XS heißt, wir haben überall ein bisschen mehr Aussparung, um hier besser in die hohen Lagen zu kommen beim Spielen und um hier meinen Bierbauch ein bisschen besser unterzubringen. Hinten haben wir natürlich auch eine Fräsung drin, jetzt für die Federkammer, damit wir das Floyd auch wirklich richtig bedienen können. Und ansonsten ganz normal Elektronikfach, das haben wir ja bei jeder anderen Les Paul auch. Ja. Oben sind die typischen Gibson-Tuner drauf. Und hier haben wir jetzt schön unsere Locking-Einheit, damit auch wirklich sich nichts mehr verstimmt bei der Gitarre. Und hinten ein schwarzes Floyd Rose, keine Kopie, keine Lizenz, da steht Floyd Rose drauf, das ist das Original mit der dicken Platte, das hält ewig, damit könnt ihr alles Mögliche anstellen, super geiles Teil. Zur Gitarre ist zu sagen, es ist eine Gitarre aus dem Custom Shop, das heißt, es ist also nichts von der Stange, sondern hier haben wirklich Gitarrenbauer dran gesessen und haben noch wirklich gefeilt und gemacht und getan, somit ist jede von diesen Gitarren eigentlich ein Unikat. Jede ist ein bisschen anders, aber jede ist super, super geil. Also man kann das wirklich sagen, Custom Shop Gibson, über die Jahre haben die einen Qualitätsstandard erreicht, der ist unglaublich. Von der Lackierung her habe ich euch gesagt, sie ist schwarz, sie ist in Nitro lackiert, das ist die beste Farbe, die es gibt für Gitarren, weil der schwingt am besten, der Lack. Sie liegt unheimlich gut in der Hand, was natürlich nicht zuletzt an diesen ganzen Shaping-Sachen liegt. Und vom Sound her bläst es alles weg, was irgendwie sagt, es wäre eine Heavy-Gitarre. Alles, was aktive Tonarten wieder drin hat und so, könnt ihr damit echt hinten runter kippen. Das hier ist echt Druck. Hammerhart, wenn ihr sie antesten wollt, sie steht bei uns im Custom Shop Raum auf der Hanauer Landstraße hier in Frankfurt am Main. Ihr könnt sie natürlich gerne bestellen im Internet unter www.musikschmidt.de. Gitarre wird geliefert mit einem Custom Shop Case von Gibson, wo sie richtig schön eingepackt ist. Ihr habt 33 Tage Rückgaberecht, 66 Tage Umtauschrecht, falls sie euch nicht gefallen sollte, aber die ist so geil. Hammer. Die wird jedem gefallen, der sowas sucht. Falls ihr noch Fragen habt zu dieser Gitarre, zu jeder anderen Gitarre bei uns im Shop, zu einem Verstärker, zu einem Effektgerät, mein Name ist Oliver Hartmann. Haut rein.